Hallo, ein neues Video von mir und zwar ein Tag von den Most Wanting Summer Edition. Ich hatte es bei der Lady Croc gesehen, fand es ganz lustig und ich hab noch ein bisschen weiter bei YouTube rumgesucht und ich freue mich immer über solche Sachen, mir die anzugucken, um zu sehen, was andere Leute benutzen. Und ich habe jetzt mal meine Sachen zusammengestellt und zwar mein meistgetragener Nagellack für den Sommer war definitiv Show Your Feet, dieser Zehennagellack. Von Essence in der Nummer 15 Flamingo Rose. Den finde ich ganz toll. Und mit nur einem Coat ist der ganze Nagel komplett pink. Also jetzt nicht so einen leichten angehauchten Pink, sondern richtig quietschpink, so wie die Farbe. Es schimmert auch leicht, falls man es sieht, aber ich glaube nicht. Und es ist wirklich ganz. Ich liebe es, ich liebe es. Ja. Habe ich im Fußpflegeregal gefunden, bei Rossmann damals. Ich glaube, den habe ich, glaube ich, zu Ostern gekauft oder so. Den habe ich im Fußpflegeregal gefunden. Der ist mir auch nur angesprochen, weil ich diesen rote Preis gesehen habe, dass der halt ausgelistet würde oder dass der runtergesetzt wird. Deswegen habe ich den eigentlich nur gesehen. Und die hat noch ganz andere Pastellfarben. Aber ich dachte so, oh, naja, ich brauche keinen extra Nagellack für meine Zehen. Da kann ich mir auch den normalen Nagellack nehmen. Aber der ist wirklich ganz toll. Und jetzt bereue ich so ein bisschen, dass ich nicht die anderen noch gekauft habe. Dann mein meistgetragenes Haarprodukt oder mein meistbenutztes Haarprodukt muss wirklich Herbal Essences Hello Hydration sein, das Shampoo. Es riecht nach Orchidee und Kokosnuss und es ist so toll. Ich wasche mir jeden Tag die Haare damit, immer nur ein bisschen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Und das ist, glaube ich, schon meine zweite Flasche diesen Sommer. Ja, da habe ich jetzt auch schon ein Viertel benutzt. Und es ist wirklich das Produkt, was ich jeden Tag benutze. Normalerweise ändere ich meine Shampoos immer so einmal die Woche oder so, aber das ist wirklich, das habe ich schon seit Anfang des Sommers benutzt und ich werde es wahrscheinlich auch, ja, benutzen, bis ich den Geruch nicht mehr mag oder sonstiges. Na, meine meistgetragene Tasche ist diese hier. Diese ja, kein Leder, also diese Schlangenmustertasche, jetzt habe ich es. Die hat kurze Hänkel und hat auch noch irgendwo so ein Überstrapp-Dingens, aber ich stehe mal nicht auf diese Schulterhalter-Dinger hier. Wie heißt denn das, diese Schultertragegurte? Jetzt habe ich es, na klar, stehe ich nicht drauf. Meistgetragene Tasche habe ich, glaube ich, im Internet bestellt, kurz vor dem Sommer. Und ich trage sie komplett jetzt. Ich habe sie durchgetragen bis letzte Woche, bis ich mir so eine ähnliche gekauft habe in Grau. Und ja, seitdem hatte ich die jetzt auch getragen. Meine meistgetragenen Schuhe sind meine Flipflops von Primark. Die habe ich, glaube ich, für 2,50 € ergattert. In der Größe 41. Ich trage normalerweise eine 37, 38. Aber bei denen war es ganz komisch ausgefallen, brauchte ich eine 41. Die finde ich ganz toll, wenn ich abends weggehe und sie einfach nur in die Tasche stecken kann. Dann konnte ich mich aber nicht entscheiden. Und zwar habe ich die auch sehr oft getragen. Und zwar sind die auch von Primark. Ja, die haben hier vorne so Perlen und so. Die habe ich auch ganz oft getragen. Deswegen konnte ich mich nicht entscheiden, was meine meistgetragenen Schuhe sind. Ob es jetzt die flachen sind oder die hohen. Mein meistgetragenes Accessoire habe ich mir selber gekauft. Meine Marc Jacobs Uhr. Habe ich mir im April gekauft, zu meinem 23. Geburtstag. Da dachte ich so, jetzt machst du dir auch mal ein Geschenk. Ne, kaufst ja sonst nicht so teure Sachen. Kaufst du dir mal eine ordentliche Uhr, ne? Kleidungsstück ist meine H&M Bluse. Die hat hier vorne so einen komischen Einklinkhaken, so sowas wie ein Karabinerhaken ungefähr. Jetzt geht doch mal hier rein, du dummes Ding. Ja, okay, funktioniert wieder nicht, ne? Vorführeffekt. Ja, die ist ganz schön, die ist so flatterig und ich liebe sie einfach. Die ist auch schick genug, um die abends anzuziehen, wenn man irgendwie weggeht. Habe ich auch schon einige Male gemacht irgendwie. Und ja, die finde ich ganz toll mit einem schlichten schwarzen Top oder sowas drunter. Finde ich ganz toll. Meine Lieblingsfoundation ist schon seit letztem Jahr, es ist nicht nur diesen Sommer, sondern auch seit letztem Jahr, diese 25-Stunden-Foundation von Rimmel in der 200 Soft Beige. Also nichts geht über diese Foundation, ich liebe sie einfach, sie hält den ganzen Tag. Ja, also es gibt keine negativen Sachen darüber zu sagen. Mein Lieblingsbronzer, Rimmel Sun Shimmer, leider schon in der Farbe Light Shimmer. Guck mal, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt bröckelt mir das hier alles. Jetzt habe ich da eben doch Kacke. Der war zwar schon leicht aufgebraucht, aber jetzt habe ich natürlich noch ein Loch drin. Och, Kacke, ey. Moja, der sieht ungefähr so aus. Man sieht ihn nicht wirklich, aber er hinterlässt so einen leicht schimmrigen Glanz.
Ja, jetzt habe ich. Menno, jetzt habe ich mir da auch noch ein Loch reingemacht. Ja, schön, jetzt bröckelt mir das alles. Mein liebstes Lippenprodukt. Habe ich zwei Produkte. Und zwar Essence Tinted Nummer 2 Turn to Lucky von Orange ins Pink. Hier, das hier, Orange. Habe ich gerade öfter auf den Lippen. Geht bei mir so ein bisschen ins Pink Rosé rein. Finde ich sehr, sehr schön die Farbe. Habe ich noch eine Tube davon zu Hause? Oder hier? Habe ich noch eine Tube von hier? Gott, was ist denn los? Ja, weil die halt ausgelistet wurde und ich erst zu spät darauf aufmerksam wurde. Und dann hier mein Maybelline. Wie heißt der? Ja, doch, Maybelline New York. 108 Pink Pearl. Na, Lippenstift, der sieht so aus. So sieht er aus. Der ist ganz schön. Ich swatche euch den mal. Der ist ganz schön. Und ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie zwei gefunden, als ich geguckt habe, habe ich zwei gefunden in meinem Kosmetiktäschchen. Frag mich nicht, warum ich zwei Lippenstifte in der gleichen Farbe habe, was mich da wieder geritten hat beim Kaufen. Keine Ahnung. Lieblings- oder meistgetragene Mascara für diese Saison ist war die False Lashes von Maybelline. Aber ich sehe irgendwie nicht ein, 8, 9 Euro zu bezahlen. Die wird ja auch immer teurer, ne? Mit jeder Saison wird die immer teurer. Ich glaube, die hatte mal bei 6 Euro oder so angefangen. Jetzt ist die schon bei 8 bis 9 Euro. Kommt drauf an, wo man hingeht. Und seitdem sie leer ist halt, oh, hat ja jeder geschwärmt von Essence, der Isle of Extreme Mascara auf YouTube. Hab ich mal ein bisschen rumgeguckt, nämlich. Und habe sie mir dann auch gekauft, nachdem meine Mascara alle war. Und ich muss sagen, ich liebe sie. Die Bürste ist zwar sehr groß, und da kann ich auch nicht mit an der. Oh Gott, was ist da mit mir los? Ich weiß auch nicht, ich kann nicht mehr sprechen. Und zwar kann ich nicht am unteren Augenlid entlang gehen mit der, weil sonst habe ich das ganze komplette Gesicht schwarz. Aber für die oberen Wimpern finde ich sie sehr, sehr schön. Mein meistgetragener Lidschatten ist der aus der Boom Boom Kollektion von Essence, die Nummer 02 Cream Canvas. Und zwar ist das der. Der ist wirklich. Mir gefällt diese Textur so mega. Der ist so cremig. Cremig, seidig, zart. Ja, und zwar ist es der. Das ist so ein ganz neutraler Nude-Ton. Aber ich finde dieses Gefühl, den einfach aufzutragen oder einfach nur reinzufassen, ich finde dieses Gefühl, finde ich so hammergeil. Ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich den ganzen Tag drin rumstehen und mit dem Finger drin rumfahren, aber das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Dann hatte die Lady Quirk hatte noch ein extra Produkt und zwar das meistgetragene Parfüm. Und es ist meins von Hollister, Malaya. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt, fand es aber zu frisch und zu herb für den Winter, weil ich sehr, sehr auf schwere, süße Düfte stehe im Winter. Und es ist wirklich sehr fruchtig, nicht fruchtig, sondern frisch und herb mit einer leichten Fruchtnote drin, ja. Also ich finde es ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, woran es mich erinnert, aber immer wenn ich in den Hollister gehe, erinnert mich das an mein Parfüm, weil es irgendwie die Luft, weiß ich auch nicht, riecht nach diesem Parfüm. Und ja, also das ist mein definitives, mein Lieblings-Sommer-Parfüm. Und ja, somit bin ich jetzt auch fertig mit dem Most Worn Things für die Sommer-Edition. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen, gell? Tschüss!